Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist wieder Fokus Jerusalem, das Fernsehmagazin aus Israel. Herzlich willkommen. Wissen Sie, was Resilienz ist? Der Begriff bezeichnet die psychische Widerstandskraft. Es geht um die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Die Israelis scheinen mit Resilienz im Übermaß gesegnet zu sein, wie Sie heute in unserer Sendung noch sehen werden. Hier unser Themenüberblick. Ein Holocaust-Überlebender hilft Bedürftigen. Gewaltiger Bauboom in der Krisenregion Eschkol. Heutiger Impuls aus Pater Kellys Predigt. Am Anfang der heutigen Sendung haben wir aber wie gewohnt das Wichtigste aus Israel für Sie zusammengefasst von unserer Nachrichtenredaktion. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das israelische Kabinett hat seine wöchentliche Sitzung von Jerusalem nach Eilat verlegt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte an, 130 Millionen Euro in die Entwicklung der Ferienstadt am Roten Meer zu investieren. Geld soll vor allem in die Verkehrsinfrastruktur fließen. Der Küstenstreifen soll besser für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es gibt Pläne für eine neue Eisenbahnstrecke von der Landesmitte an die Südspitze Israels. Der Ministerpräsident erklärte, er wolle Eilat zu einem Zentrum für Wissen und meeresbasierte Lebensmitteltechnologie machen. Das Verteidigungsministerium hat drei Prototypen für Israels Panzer der Zukunft vorgestellt. Sie sollen agiler, effektiver, innovativer, kompakter und leichter zu manövrieren sein. In einem Modell verwenden die Soldaten einen speziellen Helm, der mit Kameras und Sensoren an der Außenseite des Panzers verbunden ist. Das ermöglicht eine 360-Grad-Sicht. Zudem gäbe es eine Reihe anderer neuartiger Systeme, die die Soldaten darin unterstützten, Ziele zu identifizieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Die israelische Polizei geht verstärkt gegen illegalen Waffenhandel und Schmuggel vor. Grenzpolizisten haben in der Region Galiläa Sprengstoff, Pistolen, Maschinenpistolen, Granaten und Munition entdeckt. Die Waffen wurden beschlagnahmt und 9 Verdächtige festgenommen. Der entschlossene Kampf gegen Waffendelikte werde fortgesetzt, um Terrorismus zu verhindern, so die Polizei. Wissenschaftler des Technion in Haifa und der Ben-Gurion-Universität des Negev haben eine neue Technologie zur Gewinnung von sauberem Wasser entwickelt. Dafür wurden sie mit einem Forschungspreis ausgezeichnet. Die neuen Möglichkeiten zur Wassergewinnung sollen unter anderem in Entwicklungsländern eingesetzt werden. Das kostengünstige System funktioniert so. Es entzieht der Luft Wasser, indem es Wärme in mechanische Energie in Form einer Schallwelle umwandelt. Das System wird nun zunächst in Äthiopien getestet. Der Forschungspreis wurde zum ersten Mal verliehen. Mit ihm soll die Zusammenarbeit zwischen Forschern in Israel und Afrika gefördert werden. Es ist eine tierische Sensation, an der man sich nicht satt sehen kann. Walhaie, die größten Fische der Welt, werden derzeit vor der Küste Israels gesichtet. Naturschützer haben in den vergangenen 6 Wochen 4 Mitglieder der größten Haiart der Welt entdeckt. Sie wurden an mindestens 20 verschiedenen Stellen gesichtet. Die Tiere können bis zu 14 Meter lang werden und wiegen etwa 20 Tonnen. Der Walhai ist nicht gefährlich, allerdings gilt er als stark gefährdet. Es ist nicht bekannt, wie viele Walhaie es auf der Welt gibt, da Daten nur auf Sichtungen beruhen. Israelische Haiexperten sind begeistert. Die Forscher kartieren charakteristische Weißfleckenmuster auf der Rückseite jedes Walhais für eine internationale Datenbank. Das erste von insgesamt 4 riesigen Schiffen, die die Leviathan-Erdgasplattform nach Israel transportieren, hat kürzlich Texas verlassen. Nun reist die Bohrinsel über den Golf von Mexiko bis ins Mittelmeer. Es sind 11.500 Kilometer auf See, die der Koloss zurücklegen muss. 10 Kilometer vor der Küste Israels wird dann die Gasplattform zusammengebaut. Das Leviathan-Gasfeld ist eines der größten, das in den vergangenen 10 Jahren entdeckt wurde. Experten vermuten, dass es 605 Milliarden Kubikmeter Erdgas enthält. Dadurch könnte Israel in einigen Jahren ein bedeutender Energieexporteur werden. Budapest steht derzeit ganz im Zeichen des Sports, denn dort finden die jüdischen Europameisterschaften statt. Die Spiele in Ungarn sind die bisher größten der Nachkriegsgeschichte. Für die jüdischen Sportler ist es ein Event mit einem Stellenwert, der mit den Olympischen Spielen vergleichbar ist.
Mehr als 3000 Athletinnen und Athleten aus 40 Staaten nehmen an den Wettkämpfen teil. In 63 Wettbewerben gibt es Medaillen zu gewinnen. Die 24 Disziplinen reichen von Schach über Tischtennis bis hin zu Fußball und Hockey. Soweit die Meldungen und damit blicken wir auf die Wetteraussichten. Und die sind weiterhin sommerlich warm bis heiß. Für Tel Aviv sind in den nächsten Tagen bis zu 32 Grad vorhergesagt. Weiter südlich in Beersheba werden noch höhere Temperaturen erwartet. Das Thermometer klettert dort auf 35 bis 37 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Aktuelle Meldungen aus Israel finden Sie auf unserer Homepage www.focus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut! Ephraim ben Avraham hat den Holocaust überlebt, weil sein Bruder sich für ihn opferte und sich vor ihn stellte, als ein Killerkommando der Nazis auf sie feuerte. Russische Untergrundkämpfer zogen ihn später verletzt aus der Leichengrube. Heute, 75 Jahre später, wohnt Ephraim ben Avraham in Tzfat, einer Stadt im Nordbezirk Israels. Trotz seines hohen Alters ist er aktiv und liefert Lebensmittel an andere Holocaust-Überlebende, die in extremer Armut leben. Mit stolzen 87 Jahren ist Ephraim ben Avraham nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Doch das hält ihn keineswegs davon ab, immer noch ehrenamtlich zu arbeiten. In seinem Lager sammelt er Lebensmittel für Bedürftige und sorgt dafür, dass sie an die richtige Stelle gelangen. Hauptsächlich kommen diese Spenden verarmten Holocaust-Überlebenden zugute. Ephraim hat selbst die Shoah überlebt. Deutsche Soldaten verschleppten ihn und seine drei Geschwister damals von Rumänien in die Ukraine. Er musste als Neunjähriger mit ansehen, wie Clara, Fanny und Nathan, alle zwischen 8 und 12 Jahren, bei einer Massenerschießung von den Nazis ermordet wurden. Eines Tages kamen die deutschen Soldaten und sagten, wir sollten uns in einer Reihe aufstellen. Und wir mussten zum Fluss laufen, am Rand des Flusses nach oben auf einen Berg. Dort gab es auch einen Wasserfall. Bei uns waren 6 Soldaten mit Maschinengewehren. Insgesamt waren wir zwischen 6 und 8000 Menschen. Und sie begannen auf uns zu schießen. Es war am Tag. Die russischen Widerstandskämpfer konnten uns nicht helfen, da sie nur nachts unterwegs waren. Es lag Schnee und wir hatten keine Schuhe. Wir nahmen die Kleidung der Toten und banden sie an unsere Füße. Wenn ich daran zurückdenke, dann möchte ich weinen. Als sie anfingen, auf uns zu schießen, da sagte mein Bruder Nathan immer wieder zu mir, bleib hinter mir, ich werde dich beschützen. Es macht mich immer noch sehr traurig, dass ich am Leben bin und mein Bruder tot ist. Und ich wünsche mir, es wäre umgekehrt. Als mein Bruder sah, dass die Soldaten anfingen zu schießen, schob er mich schnell hinter sich. Auf der Spitze des Berges, wo sie uns hingebracht hatten, da gab es hinter uns eine Grube. Wir standen also am Rand einer Grube. Und als sie anfingen zu schießen, da stieß mein Bruder mich hinter sich in die Grube. Dort lag ich dann, als sie meinen Bruder in den Kopf schossen und er fiel auf mich drauf. Als es dunkel wurde, kamen die Partisanen auf ihren Pferden und sie kreisten die deutschen Soldaten ein. Keiner der Deutschen überlebte. Sie endeten auf die gleiche Weise wie meine Geschwister. Die russischen Widerstandskämpfer fanden mich in der Grube und sagten zu mir, ich brauche keine Angst mehr zu haben. Ich begann zu weinen. Sie zogen mir meine Kleider aus, weil sie voller Blut waren. Auch mein Gesicht und einfach alles war voller Blut. Sie gaben mir die Kleider eines toten deutschen Soldaten. Ich konnte mich waschen und sie brachten mich an einen sicheren Ort. Unter den russischen Untergrundkämpfern, die Ephraim gerettet hatten, waren auch Juden.
Damals, mit gerade einmal 9 Jahren, gab er Gott das Versprechen, dass er anderen Holocaust-Überlebenden helfen wird. Und das tut Evraim ben Avraham bis heute. Er arbeitet mit der gemeinnützigen Organisation Pichon Lev zusammen. Jährlich unterstützt die Einrichtung 250.000 Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Unabhängig von Religion, Herkunft oder Nationalität. Und besonders am Herzen liegen den Mitgliedern verarmte Überlebende der Shoah, so Geschäftsführer Eli Cohen. Die Situation von manchen Holocaust-Überlebenden ist sehr beschämend für uns. Es gibt ungefähr 120.000 von ihnen, die noch am Leben sind und hier in Israel leben. Und ca. 30% davon benötigen Hilfe von Organisationen wie der unseren. Das ist sehr beschämend, aus allen nur denkbaren bürokratischen Gründen. Wir von Pichon Lev unterstützen 2000 Holocaust-Überlebende, zum Beispiel mit Lebensmitteln oder Kleidung. Das ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Evraim ben Avrahams Geschichte habe ihn sehr berührt, so Eli Cohen. Immerhin sei er schon seit 16 Jahren bei der Hilfsorganisation. Er hofft, dass ihnen der 87-Jährige noch lange erhalten bleibt. Evraim ben Avraham hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat trotz aller traumatischer Erlebnisse immer weitergemacht und sein Leben gemeistert. Seine Erfüllung hat er darin gefunden, anderen Menschen in Not zu helfen. Bewundernswert. Auch die Israelis, die wir Ihnen im folgenden Beitrag vorstellen, lassen ihr Leben nicht von äußeren Umständen bestimmen. Sie leben im Landkreis Eshkol, unmittelbar an der Grenze zum Gazastreifen, wo Brandanschläge und Raketenangriffe zum Alltag gehören. Aber sie denken gar nicht daran, diese gefährliche Gegend zu verlassen, ganz im Gegenteil. Der Kibbutz Nirim ist eine Oase mitten in der Wüste und mitten im Dauerkrisengebiet. Er entstand bereits einige Jahre vor der Staatsgründung. Der Kibbutz liegt nur 2 Kilometer entfernt von der Gaza-Grenze. Heulen die Sirenen, bleiben den knapp 400 Einwohnern nur 15 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber die Menschen lassen ihr Leben nicht vom Krieg bestimmen, unterstreicht Almog Hollot, Sprecherin des Kibbutz Nirim. Das Jahr hat 365 Tage. Davon ist es hier an 350 Tagen im Jahr ruhig, absolut ruhig. Und 15 Tage sind, ja, eben richtig heftig. Diese friedliche Gegend wird zur Kriegszone. Dann nehmen wir unsere Kinder und gehen woanders hin, bis es sich beruhigt. Beim letzten Mal war es anders als sonst. Der Beschuss dauerte nicht nur einen Tag. Wir hatten Tote und Verletzte in Israel. Der Schaden war groß. Der ganze Süden litt unter dem Beschuss. Itzel Jacobi arbeitet als Farmer im Kibbutz Nirim. Beim jüngsten schweren Beschuss landete eine Rakete mitten in seinem Garten. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Almog Hollot nimmt uns mit durch den Kibbutz. Sie zeigt uns einen Baum, der stiller Zeuge einer Tragödie ist. Kurz vor Beginn des endgültigen Waffenstillstands der Militäroperation Starker Fels im Gazastreifen wurden hier am 26. August 2014 2 Männer getötet. Hamas-Extremisten hatten Mörsergranaten auf den Kibbutz abgefeuert. Die beiden Geschichten zeigen, wie gefährlich das Leben nahe der Grenze sein kann. Doch das beeindruckt die Bewohner wenig. Überall sind Bagger und Gerüste zu sehen, Rohbauten wachsen in den Himmel. Die Eshkol-Region im nördlichen Negev erlebt einen regelrechten Bauboom. Derzeit leben rund 14.000 Menschen in der Gegend. Jährlich ziehen etwa 150 Familien in den Landkreis. Die israelische Regierung unterstützt und fördert die Region in hohem Maße, erklärt Zurit Yahi. Sie ist zuständig für die Entwicklung und die Bevölkerung im Landkreis Eshkol. Die Regierung will die Gegend weiter voranbringen. Wenn etwas gebraucht wird, wird es gebaut. Derzeit werden 2 neue Schulen errichtet. Die Regierung ist an einer funktionierenden Infrastruktur interessiert. Hier im Süden gibt es viele Jobs im Bereich Landwirtschaft. Viele, die hierher ziehen, sind bereit, als Farmer zu arbeiten. Die Regierung ist dabei, andere Branchen im Süden aufzubauen. Auch Almog Hollot sieht viele Vorteile in dieser Gegend.
In Friedenszeiten ist dieser Ort der beste Ort, an dem man leben kann. Es ist toll, um Kinder aufwachsen zu lassen. Es ist wie früher in unserer Kindheit. Die Kinder können hier überall herumtoben. Man muss vor nichts Angst haben. Wir schließen unsere Türen nicht ab. Wir müssen uns hier nicht um Diebe oder Gewalttäter kümmern. Die Kinder spielen miteinander, anstatt allein zu Hause vor dem Computer zu sitzen. Es ist eine tolle und behütete Kindheit. Es ist sehr gesund, so zu leben. Die israelische Regierung hilft interessierten Familien beim Umzug in den Süden. Die israelische Regierung verspricht Leuten, die hierher ziehen, finanzielle Vorteile. Die Häuser hier sind günstiger als vergleichbare Häuser irgendwo sonst in Israel. Die Grundstücke sind billiger. Die Regierung kommt einem so viel entgegen und wir zahlen hier weniger Steuern. Die Bewohner haben aber einen großen Wunsch für die Zukunft. Wir alle, die hier leben, wollen Frieden. Aber wir spüren, dass die derzeitige Politik nicht dahin führen wird. Wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder und auch eine bessere Zukunft für die Kinder in Gaza. Wir sind keine Feinde. Die Leute auf beiden Seiten der Grenze sind keine Feinde, sondern Menschen mit Gefühlen und wir alle wollen Frieden. Wir haben eingangs der Sendung über Resilienz gesprochen, über psychische Widerstandskraft. In der Bibel erinnert der Allmächtige sein Volk im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 18: Seid euch bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Und er hat es getan, weil er zu den Zusagen steht, die er euren Vorfahren gegeben hat, wie ihr das heute sehen könnt. Letztlich ist es Gott, der das Schicksal der Israelis in seiner Hand hält. Bei uns geht es theologisch weiter. Der Impuls ist heute der Auszug einer Predigt von Pater Eamon Kelly. Der Ire möchte in der Kirche in Migdal oder Magdala am See Genezareth Menschen für Jesus Christus begeistern. Warum haben wir diesen Raum wie eine Synagoge gestaltet? Es schaut aus wie unsere Synagoge. Wann ist das letzte Mal, dass ihr einen Pfarrer gehört habt, der sagt, unsere Synagoge? Noch nie. Schaust du, das ist eine interessante Sache. Wenn du fährst zurück nach Deutschland, und du sitzt bei Juden auf dem Weg, du kannst denen fragen, habt ihr übrigens besucht, habt ihr unsere Synagoge besucht? Verstanden? Weil unsere Synagoge, ich sage das nicht, weil wir Eigentümer sind, sondern vielmehr, weil vielleicht Jesus da war. Und nach Pfingsten, unsere Synagoge, es war 0 auf 67, mehr oder weniger laut die Archäologen. Bis zum Jahr 30 könnte Jesus reinkommen, predigen, heilen. Von Pfingsten bis 67, wenn unsere Synagoge nicht mehr in Funktion steht, da trifft sich eine jüdische Gemeinde. Und unter denen sicher einige von Jesu Jünger. Wie viele, wissen wir nicht. Aber liest du das Apostelgeschichte, und darin liest du, dass Petrus und Johannes sind zum Tempel zu beten nachmittags gegangen. Und dann haben sie den Gelähmten geheilt. Das heißt, nach Pfingsten haben Jesu Jünger den Tempel weiter besucht zu Gebet. Dann müssen wir uns nicht überraschen, dass Jesu Jünger in Galiläa, die Großmehrteil herkamen, dann das Großteil waren seine Jünger, dann, dass sie in den Synagogen am Schabbat zu finden waren, kann nicht überraschen. Die haben sich nie, als von ihrem Judentum, wie sagt man, entfremdet gefühlt. Im Gegenteil, ich denke, nach normaler menschlicher Psychologie haben sie behauptet, sie waren die besseren Juden, weil sie haben ihn erkannt. Und die haben das ganze Neue Testament geschrieben im Sinne, dies ist die Erfüllung der Schriften des Alten Bundes.
das heißt eine totale Kontinuität, dann wären sie in unserer Synagoge. Das heißt, wenn du schaust in unsere Synagoge hinein, nach Pfingsten, siehst du eine jüdische Gemeinde zusammen mit Jünger Jesu, die nicht untereinander Millionen oder mindestens tausendfach geschnitten und getrennt untereinander, sondern sie ist ein, und auch nicht, waren die Juden entfremdet gewesen. Das heißt, unsere Synagoge wirkt wie eine Ikone unserer Gemeinsamkeiten, was wir gemeinsam teilen. Und hier haben wir eine Architektur vom 1. 20. Jahrhundert, die weist hin auf unsere Kommunion, auf unser Mitmachen und Mitgehen. Dann noch ein interessantes Detail. Dieses Bild ist von einem Evangelikalen gemalt. Oben waren Katholiken gestaltet, die Ikonen waren Orthodoxen geschrieben. Das waren wir nicht gescheit genug zu planen, aber der Heilige Geist war einen Schritt voraus. Und jetzt kommt ihr heute hierher und was erlebt ihr? Zeugnisse zu Geheimnissen Christi, die waren Evangelikalen, Katholiken und Orthodoxen zusammen angeboten werden. Mit wunderbaren Kunst. Das heißt, hier ist, ich sage, das waren die ersten Heilungen, die Gott bewirkt in Magdala, ist eine Entzündungsreduktion bei den Gelenken zwischen den christlichen Gemeinden und zwischen den jüdischen und christlichen Welten. Sollen wir nicht dafür danken, dass das gibt? Ne? Fragen und Anregungen nehmen wir gerne unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 7243 240 entgegen. Außerdem sind wir per E-Mail über Facebook und Twitter unter dem Stichwort Fokus Jerusalem erreichbar. Falls Sie eine Sendung verpasst haben oder sie noch einmal sehen möchten, auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv finden Sie alle unsere Sendungen in voller Länge, außerdem tagesaktuelle Berichte und Hintergrundinformationen aus Israel. Wir möchten Ihnen dabei helfen, die jüdischen Hintergründe der Bibel neu zu entdecken. Außerdem bemühen wir uns, Ihnen ein ausgewogenes Bild von Jerusalem und dem modernen Israel zu zeigen. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Bei Fokus Jerusalem zeigen wir Ihnen aktuelle Berichte aus Israel. Wir vermitteln Hintergrundinformationen und verweisen auf biblische Bezüge. Das geht nur mit Ihrer Unterstützung, denn wir bekommen keine Zuschüsse von Kirchen, Ländern, Organisationen oder Zeitschriften. Fokus Jerusalem ist ein unabhängiges Fernsehmagazin, das ausschließlich von seinen Zuschauern getragen wird. Sie können die Produktion dieser Sendung unterstützen. Der gemeinnützige Verein Medienförderung Shalom Israel e.V. hat für uns ein Spendenkonto eingerichtet. IBAN DE 36 6605 010101 08 237553. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.fokus-jerusalem.tv. Ganz herzlichen Dank für alle Gaben und Gebete. Vielen Dank fürs Zusehen. In der kommenden Woche sind wir zur selben Zeit wieder für Sie da. Sie müssen nur den richtigen Knopf drücken. Wir verabschieden uns mit Bildern vom Mittelmeerstrand in Aschkelon. Unser Team wünscht Ihnen eine gesegnete Zeit. Machen Sie es gut. Shalom. Thank you.
Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Heiß, Porträt der Wüstenstadt Arad. Süß, Schokolade aus En-Kerem. Biblisch, was bedeutet Israels Fall für den Messias?